Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Ja, wir sind aktuell mal wieder ein bisschen in Kalid unterwegs. Schöner Ort, immer wieder herrlich, immer wieder gerne, top eBay, ja. Und waren eigentlich auf dem Weg. Ich wollte durch diese Schlucht, guck mal hier, tiefer brunnendes. Dann waren wir da doch schon mal. Jetzt Moment mal, ich wollte da rein, aber das sieht doch so aus, als wären wir da schon gewesen. Da war nämlich so ein Brunnengebäude und mein Plan war es, lass doch einfach da hingehen. Aber wir scheinen das ja schon aktiviert zu haben, das heißt, ich kann ja da einfach mal hochfahren. Guck mal, wir sind doch schon unten. Bin ich doof oder was? So ein bisschen schon offensichtlich. Okay, warte mal. Also ja, wir waren hier offensichtlich schon mal und sind hier mit dem Brunnen hoch oder runter gefahren. Wo kommen wir denn unten raus? Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, lass mal eben kurz gucken. Also jetzt sind wir nämlich genau da, wo wir lang müssen. Wir müssen nämlich jetzt hier einmal entlang und dann hier zu diesem großen Kolosseum. Das war der Weg, wo wir hin wollten. Da gehen wir dann jetzt auch gleich erstmal gemütlich hin. Ich will nur mal gucken, was uns in diese Richtung erwartet. Was erwartet? Ist das ein dicker Bär oder was? Sieht so aus. Ach nö, tut das hier Not oder was? Das ist ein dicker Bär. Fetter Fettsackbär. Oh nö. Das tut ja jetzt nicht Not, ne? Ne, tut jetzt nicht Not. Das tut jetzt echt nicht Not. Dann gehen wir lieber in die andere Richtung. Auf jeden Fall, ja, erstmal wieder dickes Lob an die unfassbar vielen Kommentare. Ich habe mich gerade erstmal hingesetzt und ohne Scheiß über eine Stunde Kommentare durchgelesen. Einfach nur geil. Hab mir wieder eine kleine Liste hier gemacht. Also wir haben vieles zu tun. Ich denke, wir werden wieder nicht alles schaffen. Es gibt so viel zu tun und so viel zu berichten und so viele Tipps und Tricks, die ich bekommen habe. Ich werde das wieder alles jetzt im Laufe des, dieser Woche einbauen. Ne? Und ja, diesmal sogar ein bisschen Lore mit am Start. Ich dachte, wieso denn nicht? Ne? Die können wir ja auch mal mitnehmen. Ja, jetzt fahren wir erstmal da runter. Ich will gerade mal nur gucken, wo wir da rauskommen und was da ist. Ich denke mal, das wird so die kleine Ecke hinten gewesen sein. Da ist jetzt wahrscheinlich nichts Wichtiges. Aber ich will trotzdem kurz mal gucken. Die Zeit nehmen wir uns mal. Ich möchte nach Hause. Okay, das klingt angenehm. Das klingt gut. Das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Und dann machen wir uns gleich erstmal auf in Richtung der anderen Seite. Zu diesem Kolosseum. Kommt da jetzt noch was? Ist das der langsamste Fahrstuhl der Welt? Oh ja, da kommt er. Da kommt der Fahrstuhl. Da kommt er. Guck mal. Da kommt er angefahren. Hallo. Schön siehst aus. Fährst mich einmal kurz nach unten. Ich will nur kurz mal gucken, was da ist. Ne? Aber fahre dann wahrscheinlich gleich wieder hoch. Beziehungsweise wir können ja teleportieren, geht schneller. Eben kurz mal checken. Ja, ich kann mal kurz in meinen Chat. Mein Chat sei schon. Mein Chat. Ich bin auch im Streamer-Modus, Alter. Ich guck mal gerade in meine Aufzeichnung, was wir hier so haben. Also, einmal die Kette. Ihr erinnert euch noch, ich hatte diese zwei Ketten, von denen ich letztes Mal schon gesprochen habe. In denen wir wohl in den Dungeons die Fallen kaputt machen, beziehungsweise einfahren können. Sowie auch Geheimgänge öffnen. Und tatsächlich, es geht mit beiden Ketten. Also die eine Kette, holy shit, die wir schon haben. Die funktioniert. Mit der können wir das machen. Die hat eine begrenzte Reichweite. Also bei kleinen Dungeons reicht das wohl für den ganzen Dungeon. Bei größeren Dungeons müssen wir die vielleicht auch zweimal einsetzen. Ach, hier sind wir. Guck mal. Schau mal einer, guck. Hier hinten in der Ecke. Wer hätte es gedacht? Da waren wir natürlich schon. Da brauchen wir jetzt nicht rumlaufen. Ich wollte nochmal checken, wo wir hier sind. Also damit können wir tatsächlich dann in den Helden, Gräbern und auch sonst jetzt in Dungeons einfach die Geheimgänge öffnen und müssen nicht wie ein Wahnsinniger die ganze Zeit gegen Wände kloppen. Eigentlich eine ganz nette Sache. Ja, das hat mir der Drusus dann nochmal erklärt, auf meine anderen Fragen hin. Was hatten wir dann noch? Dann ging es nochmal um die Skarabäen. Ne? Ihr kennt das ja, ich hau auf so ein Skarabäe drauf und bin dann manchmal etwas enttäuscht, weil es nicht das ist, was ich geglaubt habe, was es ist. Mir war zwar bewusst, dass es Skarabäen gibt, die meine LP auffüllen. Und mir war auch bewusst, dass es welche gibt, die meine Magie auffüllen. Und die Farbe habe ich so als bläulich und rötlich eingeschätzt, weil das irgendwie passen würde mit den jeweiligen Stats, die wieder voll machen. Dann gibt es aber noch weitere Skarabäen, die verschiedenste Farbe haben. Silber, Gold, weiß glänzend und was weiß ich was. Da ist mir das nicht so ganz geläufig, welche Farbe nun was bedeutet. Da kann halt alles Mögliche drin stecken. Da hat mich der gute Drusus auch nochmal aufgeklärt. Also die blauen Skarabäen laden deine Mana-Flaschen wieder auf, die roten die LP-Flaschen. Die anderen Skarabäen haben alle verschiedene Farben, Silber, Golden, Dunkel etc. und geben dir Dunkelschmiedesteine, Anrufungen, Kriegsaschen oder Zauber. Was tue ich hier gerade mit meinem Papierkorb? Ich weiß es nicht so genau. Alle Skarabäen haben das Symbol von Lord Gideon, ein Auge auf dem Rücken, weswegen vermutet wird, dass sie seine Spione sein könnten. Er nennt sie ja der Allwissende, er nennt sich ja der Allwissende und hat an seiner Rüstung viele Augen und Ohren. Also er scheint so ein bisschen alles zu wissen.
Und schickt hier wohl mit den Skarabäen seine kleinen Spione aus. Und das sind halt gerade so diese kleinen Lore-Dinger, die ich halt so unfassbar cool finde. Weswegen ich es kaum abwarten kann, wenn ich dann irgendwann in vielen, vielen Monaten mal durch bin mit dem Game. Dann werde ich mir auf jeden Fall so ein Lore-Video reinziehen. Da kannst du von ausgehen. Weil du hast gar nicht die Möglichkeit, alles zu erfassen. Das schaffst du nicht. Das ist normal. Muss man auch nicht. Auch hier, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Ne? Was sind das für Teile? Was sind das für leuchtende Würmer? Was... Wer hat sie geschickt? Warum hängen die immer in der Nähe von den Siegelgefängnissen rum? Oha. Okay, pass auf, wir müssen ein bisschen aufpassen. Das wird interessant. Au, holy shit. Okay, der hat jetzt gar nicht so viel Damage gemacht. Krieg ich den kaputt? Mal ausprobieren. Okay, der ist da ein bisschen am Hauen. Bruder, bleib mal entspannt. Ja, der ist schon mal kaputt, das ist doch schon mal schön. Da sammeln wir auch sein Material ein, Großpfeil und Schotterstein. Hallo, bleib mal entspannt da hinten bitte, ja? Ich muss eben kurz looten und dann komme ich auch gleich zu dir. Alles wird gut. Alles wird gut. So, Stachelpalisadenschild, hübsch. So. Dann habe ich auf jeden Fall letztes Mal auch einige Dinge noch übersehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Haus Vulkan. Da gab es ja diese eine Stelle, wo man ja schon sehen konnte, da sind noch Items. Wo wir uns aber nicht so sicher waren, opala, wie kommt man denn da hin? Habt ihr mich auch aufgeklärt, Terra und Drusus in gemeinschaftlicher Koop-Arbeit sozusagen? Na, was jetzt? Was machst du jetzt, Bruder? Was machst du jetzt? Scheint ein bisschen stabiler zu sein, der Boy. Oh oh. Mal kurz ein bisschen, bisschen Ausdauer wieder aufladen. So, ja, geh mal zu Fall bitte, Bruder. Geh mal zu Fall, ja. Leg dich mal nieder. Ist uns alle besser, wenn du dich mal ein bisschen hinlegst, ne? Was haben wir da hinten? Sieht auch wieder aus wie so ein Topf oder sowas. So, jetzt erstmal kurz so einen Mana-Dingens reingedrückt und dann mal gemütlich weitergegangen. Holy shit, okay, der ist ein bisschen groß. Und verschränkte Arme, das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, er hat gute Laune. Da kannst du von ausgehen. Ich habe da jetzt ein eher ungutes Gefühl, was uns da erwartet in diesem Kolosseum. Aber wir gehen mal gucken. Hallo. Fahr doch nicht weg. Oh nein, ich brauche doch deine dünnen Federn und Knochen. Zum Craften, Bruder. So, mal schauen. Gibt es hier vielleicht auch einen Ort der Gnade, damit ich nächstes Mal schneller hinreisen kann? Sollte ich nochmal wieder her wollen. Weiß ich noch nicht so genau. Alter, das ist so ein riesiger Riesenpott. Crazy. Guten Tag. Moin. Freut mich, dich kennenzulernen, du. Bin der Blaufuchs. Ich bin auch dabei, ne? Ich bin auch dabei. Mach, mit dem kann man reden. Oh, geil. Warte mal kurz. Ich rede gleich mit dir. Ich will mich nur erstmal umgucken. Ich glaube, der bewegt sich auch nicht mehr. Der hat keine Beine mehr. Und, also die sind wahrscheinlich eingegraben. Aber den könnte ich auch nicht raustreten, muss ich sagen. Den anderen, den Alexander da, den kann man ja mal helfen. Den kicke ich ja gerne mal einfach aus unmisslichen Lagen so wieder raus. Ja, aus misslichen Lagen so rum. Wenn sie unmisslich wären, wäre es ja nicht so wichtig. Guck mal, ich habe das auch direkt an seinen Arsch gepackt, den hier. Sehr gut. Laufen wir direkt mal noch ab. Ist hier noch eine Nachricht. Finger versuchen, aber Loch. Oh lol, Alter. Ich bin also nicht der einzige Dödel, der hier an Arschlöcher denkt. Ist okay, ne? So, dann, ja, quatschen wir doch mal mit dem. Mal sehen, was er so will. Ich habe da jetzt eher gemischte Gefühle, muss ich gestehen, aber ausprobieren kann man es ja mal. Was steht hier? Gut gemacht. Ja, danke. Hi. Oh, oh. Ihr könnt nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Ist das so? Wo denn? Ach da. Das sind drei Stück. Rotes Rufzeichen berühren. Holy shit, die sehen aber gefährlich aus. Fangen wir erstmal mit dem Magier an. Magier sind ätzend. Der hat doch ein Schwert. Eigentlich sieht er ganz cool aus mit der Rüstung. Also die Mütze sieht ganz nice aus. Rüstung sieht ganz nice aus. Hab das Gefühl, wir müssen ein bisschen kloppen. Ritter des großen Gefäßes, diesen Gegner herbeirufen. Ja, nützt ja wohl nichts, ne? Gegner wird herbeigerufen. Kann ich, muss ich gegen den alleine kämpfen oder wie läuft das? Oh, ich sehe mich schon wieder drauf gehen. Wo ist er denn jetzt? So, da kommt er. Okay.
Hallo. Moin. Oh, oh. Wenn der da mal zuhaut, dann haut der aber auch zu, ne? Dann brauchen wir deine Magie da. Nein, 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 nein. Ja, genau. So lohne ich mir das. Entschuldigung. Okay, den ersten Duellanten haben wir besiegt. Duellant, Ritter des großen Gefäßes. Besiegt. Kehre ich jetzt in meine Welt zurück oder was genau passiert jetzt? Wir scheinen schon wieder zurück zu sein. Nimm mal noch so einen Trank. Besser ist das. Dann füllen wir einmal Morner auf und dann machen wir das Ganze nochmal. Die drei können es noch reichen, ne? Ich muss ein bisschen mit meiner Ausdauer aufpassen. Die ist ein bisschen übel aktuell. So, wer kommt hier jetzt? Oh, da habe ich ein ungutes Gefühl. Die Waffe ist übel. Aber er sieht auch dick aus mit seiner Doppel... Also ist auch so einer, der haut dann halt einmal ordentlich zu und dann macht aber auch ordentlich Karamba. Ritter des großen Gefäßes. So, gucken wir doch mal. Und man muss halt auch echt alleine gegen die, ne? Da ist nichts mit jemand zu Hilfe rufen. Läuft nicht. Also ich stelle mich mal schön hinter sie, damit ich gleich von hinten einmal reinbumsen kann, ne? Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Okay, die hat aber ordentlich gedrückt. Alter, Popko. Aber wenn die mal trifft, dann trifft die aber. Scheiße, Bruder. Okay. Muss ich jetzt alle drei nochmal von vorne besiegen? Wenn ja, verpiss ich mich wieder. Ich glaube, da müssen wir erstmal umskillen. Das ist so ein Ding, da wäre es vielleicht clever, mein Bild komplett umgebaut zu haben. Hm. Schön, hier sind wir wieder. Ich check mal kurz, ob wir alle drei von vorne besiegen müssen. Weil wenn wir alle drei hintereinander wegbesiegen müssen... Ich denke mal, ja. Wir gehen jetzt wahrscheinlich hin, dann sind die nämlich wieder weg. Dann spreche ich den wieder an, dann sagt er, ja, die Rufzeichenbruder, die sind wieder da. Und dann müssen wir nämlich alle drei am Stück besiegen und dann hau ich erstmal ab. Das was für den Zukunftsblaufuchs, Alter, das sage ich euch. Oh, die Dicken sind auch wieder da. Ich raste aus. Oh, nö. Tu das denn Not? Tu das denn Not? Gehen Sie mal weg. Aua. Geh mal weg. Kein Bock auf dich. Ich will nur meine Seelen da eigentlich wieder ein, meine Runen einsammeln. Dann verpisse ich mich auch wieder. Ist eigentlich ein Ort der Gnade oder sowas? Nee, ne? Musst du echt hinlatschen. Moin. Bleib mal entspannt bitte, ja? Ich bin direkt in seinem Pfeil drinne. Aua, das ist natürlich uncool. Aua. So, mal sehen, ob die Zeichen noch da sind. Nö. Ja, die musst du wieder neu rufen. Das heißt, alle drei am Stück. Oh, nee, lass mal stecken. Au! Entschuldigung, Pferdchen. Ich dachte, ich bin schnell genug hinter ihm. Gut, da gebe ich jetzt aber zu, das ist mir zu stressig, ne? Also, dort muss jetzt aber noch nicht sein. Ich weiß nicht, was das bringt und wann man das machen muss, aber ich würde es jetzt erstmal lassen. Oh, ich kann die Karte nicht öffnen, weil die Viecher aggro sind. Och, nö. Pferdchen, kommst du nochmal wieder her? Danke. Okay, dann müssen wir einmal an den vorbei. Nützt nix. Da sind alle drei auch wieder, ja. Okay. Also du musst wirklich alle drei am Stück. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Ja, schieß mal. Tschüss, kein Bock auf dich. Guck mal, der steht schon mit dem Rücken zu uns, ne? Richtige Wurst. Er wird nichts merken. Er wird nicht merken, was ihm geschieht. Aber ist doch egal, ich ignoriere den auch weg. Ich gehe mal zurück zum Ort der Gnade. Und dann machen wir erstmal weiter. Ich hatte gedacht, wir müssen hier gegen so einen dicken... gegen so ein dickes Vieh campen für die Millicent-Quest, aber irgendwie nicht. Hab ich mich wohl irgendwie vertan, oder... Ist auch nicht. Oder wir müssen erst die drei Biester da platt machen. Keine Ahnung, das kann natürlich sein, aber das hebe ich mir auf, bis wir umgeskillt haben und hier das Drachenkommunionsding am Start haben, weil damit können wir Kämpfe ganz gut openen und so. Also ich bin noch nicht so weit, dass wir richtig abgehen. So lange sollten wir uns sowas aufheben. Aber nett war es ja trotzdem. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wie wir da hinkommen. So, hatte ich auf der Map... Kann ich jetzt mal die Map öffnen? Ach, ich setze mich erstmal hin, dann wird sich hier alles beruhigen. Dann können wir auch die Map wieder öffnen. So, okay.
Dann, ich muss gerade mal gucken, was wir noch hatten. Genau. Und zwar, ich war ja schon in dem Dorf, diesem Topfdorf letztens. Das war doch hier, oder nicht? Genau, das ist Gefäßburg. Bevor wir zu Gefäßburg gehen, offensichtlich scheint hier irgendwo in diesem Bereich unser Kumpel, der gute Alexander, erneut in Bredouille geraten zu sein. An dem scheine ich vorbeigeritten zu sein oder habe ihn übersehen oder was auch immer. Wir gehen jetzt da nochmal hin und gucken, ob wir ihn finden. Der soll da nämlich irgendwo rumchillen und hat mal wieder ein bisschen Probleme. Und bin ja Fan von ihm, deswegen helfe ich ihm noch gerne. Gehen wir nochmal eben gucken. Also letztes Mal ist der mir nicht aufgefallen, aber das heißt ja nichts. Manchmal ist man ja auch einfach ein bisschen doof, ne? So, damit das mich nicht nervt, mache ich den Ritter mal eben weg. Hallo. Oh je. Natürlich so ein Blitzdüdel. Oh oh. Bruder, entspannt bleiben bitte, ja? Dankeschön. Du musst ja nicht ganz so ausrasten, ne? Gebetsbuch des Drachenkults. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt gewesen jetzt. Damit können wir bestimmt schöne Dinge anfangen. So, lasst uns mal gucken. Halten wir mal die Augen offen nach Alexander, der hier irgendwo... Ist der hier wohl? Na, hängst du mal wieder? Jo, ich habe leider immer noch nicht gegoogelt. Aber mir wurde von Drusus mitgeteilt, dass dort auch diese Lags bestehen. Ist ja generell ein Problem. Das war ja, wie gesagt, damals auch Thema. Ich war halt nur ganz froh, weil bei mir passierte nichts. Aber jetzt seit neuestem habe ich das Problem leider auch. Und das macht mich traurig. So. Das müsste mein Mana-Pot aufgefüllt haben. Hier wäre er wohl gewesen. Guck mal. Rum voraus, daher Finger anbieten. Ja, hier wäre er gewesen. Aber ich habe den wohl befreit schon mal irgendwann. Kann er sein? Weil hier sollte man Alexander wohl das nächste Mal treffen. Wir hatten mit ihm ja den Kampf in Schloss Rotmähne. Und hier wäre er wohl wieder gewesen. Oh, jetzt fuckelt das schon wieder. Aber er ist offensichtlich nicht mehr da. Insofern scheinen wir das ja schon geschafft zu haben. Dann gehen wir mal nach unten. In Gefäßburg ist nämlich wohl sein Neffe oder so. Mit dem sollen wir reden. Muss kurz gucken, wo das war. Hier, genau. Vergiss nicht, mit dem kleinen Topf-Neffen von Alexander bei der oberen Hütte zu sprechen. Nach jedem Gespräch das Gebiet neu laden, beziehungsweise später wieder kommen, damit die Quest weitergeht. Alles klar. Das scheint der Kleine da oben zu sein. Weil ich kann hier sonst mit niemandem reden irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder ich habe es gar nicht gecheckt, weil der schläft ja hier. Der Kleine, mit dem lässt sich auch nicht reden, der chillt hier nur rum. Deswegen bin ich dann davon ausgegangen, man kann mit gar niemandem reden, aber er scheint ansprechbar zu sein. Ja, Tatsache. Hi. Hello, Cos. What are you doing here? I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. Ah. Are you going to be the new potentate? Ich werde über euch herrschen. Habe ich jetzt eigentlich, also ich habe nicht vor, über euch zu herrschen, aktuell noch nicht. Oh. Well. I'm sorry. Musst du nicht. Ist ja nicht schlimm, ne? Was hast du noch zu erzählen? Cos, you'll be our potentate after all, then? Ja, ich werde es versuchen, ne? Gosh, truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, Cos. To see if you've got the right stuff. Jetzt zerquetscht er mir bestimmt die Hand. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, Cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Oh, ich wäre aber so gern Herrscher geworden. Don't look so glum, Cuz. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me. When you can. Okay, mache ich. Dann chillen wir uns einfach mal kurz an den Ort der Gnade. Das wird wahrscheinlich schon reichen. Und dann kommen wir einfach gleich wieder. Dann quatschen wir jetzt erstmal ein bisschen mit ihm. Zack. Mal schauen, ob der jetzt schon wieder gesprächsbereit ist, der Gute. Ich versuche mal heute, wenn ich mit der Aufnahmesession durch bin, dann google ich nochmal, ob ich irgendwas gegen dieses Mikro-Gestattere finde. Wenn ich dran denke. Hallo. Cuz. Hi. I'm happy you came back. I have good tidings for you, Cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them, and they said you'd be very welcome.
Das ist cool, das hatte ich eh vor, also ich habe das auch schon gemacht, ohne eure Erlaubnis, aber trotzdem danke, ne? Go on, Kaz. You really should pick some of our flowers. Who knows? They might be of some use. Flowers? Go on, Kaz. Who knows? Okay, warte, dann mache ich das auch. Ich will seinem Wunsch jetzt auch nachkommen. Komm, machen wir eine kleine Runde durchs Dorf, pflücken wir ein bisschen Blumen. Dann gucken wir aber gleich, was andere sagt, wenn ich das gemacht habe. So von wegen, ja, cool, und hat es Spaß gemacht? Hast du jetzt ein paar Blümchen dabei oder was oder wie? Und so, jo, eine Menge sogar. Ich kann mir das jetzt so richtig vorstellen, so Elden Ring-Style. Du musst jede einzelne Blume pflücken, damit der Dialog fortgesetzt wird. Hast du auch nur eine einzige Blume im Dorf übersehen? Ist der Kleine nicht zufrieden und sagt, no, go on. Pflück mal noch ein paar Flowers, Junge. Ramona Flowers. Aber wo wir eh schon mal hier sind, ne? Kann man ja wirklich mal machen. Ist auf jeden Fall eine gute Quelle, um Pflanzen zu sammeln, denke ich mal, ne? Also wenn man nachher irgendwie mal so für Tränke oder sonst irgendeinen Scheiß diese Pflanzen braucht, bist du hier auf jeden Fall richtig und gut aufgehoben, ne? So, gehen wir mal wieder zurück. Wir haben Tanzen, haben Spaß hier mit den Blümchen, ne? Denen geht's richtig gut. Feiern das richtig. Es sind auch viele dieser leuchtenden Schädel. Das sind zwar nur Mini-Runendinger, aber du, auch Kleinvieh macht Mist, ne? Also, wer die kleine Runendröhnung nicht ehrt, der ist die Fettrunen auch nicht wert. Das ist allgemein bekannt unter Elden Ring-Spielern, ne? Hab ich mir jetzt nicht gerade ausgedacht oder so. Das ist ein Gesetz. Gut, ich glaube, wir haben genug Blumen gepflückt. Ich gehe jetzt nochmal zu ihm zurück und guck mal, ob er was anderes sagt, nachdem ich jetzt so viele Blumen gepflückt habe. Ich glaub's nicht. Wahrscheinlich müssen wir uns einfach nur wieder hinsetzen. Aber du, man kann's ja mal ausprobieren. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Macht doch Spaß. Ne? Ist doch witzig. Quatschen wir mal mit ihm, dem alten Pothead, ne? Ganzen Tag potten die sich hier einen rein. Wie die Wahnsinnigen, du. Wie die Ortarmigen wird sich da einer reingepottet. Da ist noch was. So, mal gucken. So, Jüngchen, ich bin zurück. Ich habe eine Menge Blumen gepflückt. Willst du mal dran schnuppern? Einer Schnupperkurs. Okay, nee, alles klar. Ja, who knows? Komm gleich wieder, ne? Ich werde die jetzt erstmal in ein Buch legen und trocknen. Kennt ihr das noch? Habt ihr das früher auch gemacht in der Schule? Blätter und Blumen organisiert, dann zwischen Buchseiten getrocknet. Haben wir damals in der Schule gemacht. Warum auch immer. Hat man halt was gelernt über Blätter und so ein Krams, ne? Heimat und Sachkunde. HSU. Guten Tag, Mrs. Pott, Mr. Pott. Oh. Hello! Hi. Say, Cuz, have you met Uncle Alexander? Ja. He used to live here with us, but then he left to be a champion. I asked to go with him, but he said, the path of champions must be trod alone. So heroic, right? I miss him, though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz he's big and tough and strong. Das stimmt wohl. Ich habe auch schon mit ihm zusammen gekämpft in Schloss Rotmähne und das war nicht schlecht. Du, er hat ordentlich was ausgehalten, ne? Uncle Alexander said he won't be back again. My home is of the past. And the past, as they say, is a different country. I suppose that's part of being a warrior, isn't it? So, please don't tell anyone, cuz. But I'm actually a warrior Jar as well. One day, I'll be just like Uncle Alexander. Then I'll have to leave the village to become a champion. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich werde es niemandem erzählen. Hey, Leute! Uncle Alexander won't come back here again. My nee. Home is, I suppose that's part of. Okay, dann chillen wir uns wieder hin. Gucken mal, ob der Dialog noch weitergeht. Aber ich denke, das war die wichtige Voiceline, die wir brauchen. Damit hier die Quest weitergeht. Und hinchillen. Oh ja, warte, noch eine Sache, wo ich es gerade nebenbei lese. Was mir auch noch mitgeteilt worden ist, ich hatte ja gesagt, ich fand es ein bisschen doof, dass ich unter Ausrüstung nicht zweimal die Waffen definieren kann, damit ich dann immer switchen kann, von welcher Waffe ich gerade die Spezialfertigkeit machen möchte. Es gibt einen Weg, wie man das umgehen kann, und zwar, wenn wir Y und
dann die jeweilige Waffe wählen, also Y und dann L1 oder Y und R2. Damit kann ich die jeweilige Waffe in die als zweihändige Waffe führen. Gut, dann sind wir zweihändig unterwegs, ja, ist so. Aber so machen wir dann auch automatisch natürlich den Special dieser Waffe und so kann man das quasi umgehen. So können wir dann einfach jetzt sagen, ich brauche diese Fähigkeit. Zang, 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 ne? Oder wir brauchen die andere Fähigkeit. So, ne? Easy. So kann man es machen. Ganz cool zu wissen. So, wir chillen uns kurz hin. Der Hahn hat gerade gekräht, ihr habt es vielleicht leider gehört. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Crawl, gemütlichen Break. War doch eigentlich ganz nett. Viel gemacht jetzt nicht unbedingt, aber immerhin den Kleinen hier gefunden, was doch auch schon ganz nett ist, mit dem wir hier nett geschnackt haben. Und wir werden auch gleich mit ihm weiterschnacken. Ich bedanke mich jetzt aber an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.